Yo Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mega Man X 2. Ja, im letzten Part haben wir ja die ganzen Merrick Hunter endlich ausgelöscht, weil das waren ja immer so die Säue von diesen ganzen Matches hier. Und haben uns auch lange Zeit damit aufgehalten, also zwei Parts lang sogar, dass wir hier die Merricks wieder weitermachen. Aber da jetzt die Merrick Hunter besiegt sind, können wir wieder uns um die Merricks kümmern, was eigentlich ganz gut ist. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir gleich damit, nämlich mit Bubble Crab. Weil die Waffe vom Wheel Gator ist effektiv gegen Bubble Crab. So, freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt geht's gegen Bubble Crab. Mal sehen, was der Gute drauf hat. Auf jeden Fall muss ich sagen, seine Stage-Musik ist sehr schön. Ihr hört sie ja selber gerade. Seine Stage-Musik ist wirklich eine sehr schöne Musik. Die Musik gefällt mir wirklich sehr. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Allerdings ist die Stage auch ein bisschen fies, weil ihr seht, jetzt kommt so ein komischer Fisch dazu, der uns kaputt sehen will, so gesehen. Ihr seht ja schon, wie er mit seinem Laser hier verrückt rumschießt. Man muss am besten seinem Licht ausweichen, weil dann entdeckt er uns nicht und kann mit seinem Laser dementsprechend nicht schießen. Man kann hinter ihm herrennen, aber wenn man vor ihn rennt, dann geht es schneller, weil dann beeilt er sich mal ein bisschen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Hier oben ist übrigens ein Herz. An das hinzukommen ist allerdings nicht ganz so leicht. Ich weiß gar nicht, ob es ohne die Waffe eigentlich geht, weil wir bräuchten eigentlich erst die Waffe von Bubble Crab. Also die Waffe vom Boss hier aus der Stage. Aber hier drüben seht ihr, da fliegen solche Plattformen und da ist dann ein Herz. Und hier drin ist später unser E-Tank Farmort, kann ich nur schon mal sagen, weil das ist so eine nice E-Tank Farm Stelle. Das ist wirklich nice. So, der andere dürfte jetzt eigentlich ein bisschen Vorsprung haben, dieser Fisch. So. Oder ist er schon ein bisschen weit weg? Ja, schon. Ja, ist ja gut so, wenn er ein bisschen vorne ist, weil dann können wir hier ein bisschen rennen, ohne dass wir die ganze Zeit hinter dem herkrücken müssen oder vor ihn gehen müssen. So, und hier geht's auch wieder geheim rein. Für eine kleine Heilung. Wow, da wäre ich aber gerade fast gestorben. Wow, der war aber viel schneller jetzt am Ende, doch der Fisch wie wir. Hier drüber müssen wir nämlich auf diese Plattform. Wenn wir da unten ist nämlich überall nur tot, deswegen sollte man da nicht hin. Und wir müssen hier rüber. Hier geht's dann rein. Und da wird's Wasser erstmal abgelassen, ganz gut. Weil dann haben wir wieder normale Sprungmechaniken. Und hier ist jetzt ein etwas nerviger Abteil, aber ich sag's euch einfach, besiegt einfach alle Gegner, dann habt ihr keine Probleme mit diesem Abteil hier. Aber wenn ihr nicht alle Gegner besiegt, dann könnte der Abteil ziemlich nervig werden. Glaubt mir, wenn ihr jetzt versucht, hier hoch zu klettern, ohne halt diese ganzen Gegner zu töten, die werden euch tausendmal runterkicken. Das ist extra so fies gebaut. Dass sie damit so einen locken wollen, dass man da schnell macht, aber dann schmeißen die einen tausendmal runter und das ist echt nervig, glaubt mir. Ah, da ist leider Energie weggegangen, aber unser E-Tank ist ja noch voll, glaube ich. Also ich habe den gleich wieder voll gesammelt für uns. Und deswegen sind wir mit fast vollem Leben bei Bubble Crab. Was eigentlich ganz gut ist, oder? Kann man sich nicht beschweren. Weil hier ist er nämlich schon. Und ich würde sagen, wir nehmen gleich mal die aufgeladene Waffe, weil die aufgeladene Waffe zieht den Bossen noch mal mehr ab. Deswegen Bubble Crab Time, Leute. Oder Boss Time allgemein. Hi, Bubble Crab. Sein Auge ist so geleuchtet, also. Wow, das hat Leben abgezockt. Wie viel zockt das ab? Boah, es zockt auch viel Leben ab. So. Er macht immer so eine nervige Schutzblase um sich und ich glaube, das zieht sogar ziemlich viel Leben ab, wenn man da reingerät in seine komischen grünen Flammen. Und diese Schutzblase ist halt ziemlich nervig, weil wenn man nämlich ohne die richtigen Waffe gegen ihn kämpft, dann blockt diese Schutzblase sehr viele Schüsse ab, bis sie mal weg ist. Und das kann dann schon ziemlich nervig sein. Er selber ist auch nicht zu unterschätzen, weil er wie gesagt viel Damage macht. So, aber mit der Waffe, mit der richtigen, geht es eigentlich immer recht easy gegen ihn. Ihr seht, der ist schon fast tot. Ich würde sagen, wir machen einen ultimativen Finish. Das war ultimativ. Mit der richtigen Waffe haben die Bosse allgemein immer relativ wenig zu melden, kann man so sagen. Das ist immer so die Secret Weapon gegen die. Aber Bubble Crab wird nochmal zurückkehren. Ja, das kann ich euch nur schon mal nämlich sagen.
Wir werden diese Maverick-Typis nochmal sehen. Ich sag nicht wann, aber wir werden sie nochmal sehen. Und da wird er vielleicht stärker sein. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir seine Waffe erhalten, nämlich Bubble Splash. Was ganz cool ist. Hier wieder der Code, falls man auf dem alten SNES spielt und keine Speicherfunktion hat. So, aber wir gehen gleich nochmal in seine Stage. Nämlich kann man mit der Waffe eben an zwei Sachen kommen. An einen E-Tank und an ein Herz. Das Herz habe ich euch schon am Anfang gezeigt. Da werde ich aber wahrscheinlich nicht hinkommen, weil das zu schwer ist, dorthin zu kommen, finde ich jetzt so. Zumindest für Onscreen würde das nur übelst viel Zeit fressen. Oh, das war knapp. Aber ohne Treffer durch. So, dann soll mal der olle Fisch rauskommen. Wir locken ihn gleich mal weg. Ich würde sagen, einmal probieren wir es mit dem Herz. Oder? Wir können es ja einmal probieren mit dem Herz. Ja, doch, einmal würde ich sagen, probieren wir es. Und activated. Das könnte allerdings ziemlich nervig werden. Tju, nein. Gut, vielleicht müssen wir auch erstmal hier irgendwo dran, an diese Ecken hier. Aber das bringt uns eigentlich auch nichts, ne. Wartet. Ich glaube, ich weiß, wie wir rüberkommen. Ja! Wir haben es geschafft im Part. Geil. Das ist cool. Jetzt bloß nicht das hier verkacken, okay. Und dann sind wir beim Herz. Das ist nice, weil ich habe den Part schon mal aufgenommen und da habe ich das nicht geschafft. Jetzt wusste ich aber, dass man es mit dem Dash-Sprung machen muss. Ah, genau. Da war ja was. Nice, nice, nice. Jetzt haben wir das zumindest. Muss ich das nicht offscreen machen oder euch zumindest dorthin bringen, weil ich jetzt weiß, wie man hinkommt. Und das nächste ist auch gleich hier zu finden, nämlich hier oben. Aber ich lade davor auf, dass ich nicht unnötig meine Waffe noch verschwende. Ja, das werde ich jetzt nicht schaffen, oder? Hier ist nämlich ein E-Tank. Und man muss eigentlich nur dann, ja genau, öfter, wenn man an der Wasseroberfläche ankommt, muss man halt nochmal die Sprungtaste drücken und dann kommt man eigentlich da locker hoch. Oder sollte locker hochkommen. Ja, das war's, was wir alles hier in dem Stage finden können. Das heißt, Bubble Crab Stage haben wir jetzt, glaube ich, sogar endgültig abgeschlossen, ne? Nice. Ich wüsste jetzt nicht mehr, dass hier was war, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Ne, Bubble Crab Stage müssen wir nicht mehr betreten. Okay, und gegen wen ist wohl Bubble Crabs Waffe wichtig? Jetzt könnt ihr mal dreimal raten. Richtig, Flamestack. Ist ja logisch. Feuer, Hirsch gegen Wasser. Ja. Flamestack. Oh yeah. Seine Stage ist relativ cool, finde ich eigentlich, von Flamestack. Die Musik ist auch so ein bisschen fetzig. Die rockt schon ein bisschen. Hier können wir ein bisschen was für unseren E-Tank gefallen tun. Wie ihr seht. Keinen großen Gefallen, aber immerhin etwas. Und oben lang ist angenehmer, also ich sag's euch, weil es einfach angenehmer ist. So, und jetzt nehmen wir die Bubble Crab Waffe gleich nochmal. Ihr merkt schon, die ist relativ nützlich. Weil sie dient uns auch jetzt hier als Schutzschild. Wenn hier der Vulkan ausbricht. Ja, da ist sie schon relativ nützlich, glaubt mir. Und für das Herz hier auch. Wow, kommen wir ohne Hit raus mit dem Herz? Nice. Ich bin ja in dem Part noch 10-mal so skillig als in dem Part zuvor. Das ist ja übel. So. Jetzt müssen wir hier warten. Er hört irgendwann wieder auf. Aber er kommt auch wieder. Also man sollte nicht zu lahm drüber gehen. Aber gut, wie soll man überhaupt langsam drüber? Entweder fällt man dann rein oder nicht. Hier bitte aufbrechen. Danke. So, das eine war jetzt wichtig für unsere Bubble-Waffe wieder zum Auffüllen. Man, in dieser Stage wackelt alles und bricht alles zusammen. Wow. Man sollte allerdings nicht unten in die Lava reinfallen. Ich weiß zwar nicht, ob es One-Hittet, aber es macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Die Lava One-Hittet einen ja beim Ausbruch auch nicht, aber macht auch übelst viel Schaden. Aber, oh, man muss auf diese Feuerflughörnchen aufpassen. Ein angezündetes Emolga. Ja,
Die können nämlich diese Benzinkanister oder was auch immer da drin ist, ich schätze mal Benzin, anzünden mit ihrem Feuer. Man weiß ja, Benzin sehr leicht entzündbar, entflammbar. Wow. Und man muss auf die, wow, Viecher aufpassen, die haben nämlich doch was drauf. Ich unterschätze sie. Dabei können sie abgehen. Ziemlich sogar, muss ich sagen. Vielleicht auch mit der Bubble-Waffe durch. Eigentlich will ich die aber nicht dafür verschwenden. Nee, schau. Jetzt haben wir zwar kassiert, aber er ist weg. Wir brauchen ja die Bubble-Waffe für den guten Flame-Stack, deswegen. So. Ich finde es aber so cool, wie der in die Türen immer reinfällt, je nachdem, wie man da reingeht. Da gibt es einige witzige Kombinationen, wie man da reinfallen kann. So, Bubble-Waffe ist ready. Let's go, würde ich sagen. Da ist jetzt das Schutzschild allerdings nicht so cool, weil da müssten wir ihn ja berühren und würden selber auch einen Hit kassieren. So, ihr seht schon, das ist ein ziemlich schneller Typ, dieser Flamestack, weil der macht Wandsprünge hier. Das ist voll der Mario-Jumper. Er kann auf jeden Fall abgehen. Aber auch gegen den, wenn ihr die richtige Taktik habt, schaut ihn an. Er macht nichts. Er kann nichts. Herzlichen Glückwunsch, Flamestacks. Sie können nichts. Mit den richtigen Waffen sind sie halt auch einfach echt easy. Ich mach's vielleicht so, dass ich dann in den Zweitbegegnungen, weil man wird den, habe ich ja schon vorher gesagt, nochmal begegnen. Da mache ich dann vielleicht so, dass ich sie nicht mit der richtigen Waffe besiege, dass es ein bisschen schwerer ist. Weil so seht ihr, das ist ja wirklich keine Kunst. Das ist ja echt easy win. Das war wirklich keine Herausforderung. So. Und jetzt kriegen wir episch die coole Feuerwaffe, nämlich Speedburner. Und die brauchen wir dann auch für ein Herz unter anderem. Ich glaube, ja doch, die brauchen wir für mehr. Die brauchen wir für ein Herz, die brauchen wir für noch ein Herz und für einen E-Tank, glaube ich. Und noch was? Ne, ich glaube noch was nicht. Ja, oder? Die braucht man auf jeden Fall öfters. Das ist eine ziemlich nützliche Waffe. Aber das war's dann mal für den Part von Mega Man X2. Im nächsten Part werden wir dann die nächsten Leute bekämpfen. Ihr könnt euch sicherlich jetzt schon erahnen von den ganzen Gegnern hier, wer jetzt natürlich die Schwäche für Feuer hat. Ein kleiner Tipp. Ich kann euch nochmal die Namen nennen. Zeigen Morph Mod. Also Motte. Magna Centipede, also so, das ist so eine Art Tausendfüßler. Dann eine Kristallschnecke. Und Oberdorf Ostrich, so ein Strauß. Na, wer wird da jetzt wohl anfällig sein? Ja, Mann, jetzt geh auf das Zeichen in der Mitte. Danke. Also, wenn euch der Pack gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann schaltet das nächste Mal ein, wenn es mit dem nächsten Boss weitergeht. Und den nächsten Upgrades und Herzen und E-Tanks und so. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, euer Andy Gamer.